2 Kilo Fleisch. Tierschützer wären entsetzt. Oh, ich kotze. Oh mein Gott, das war doch roh. Herzlich willkommen, alle meine Freunde auf YouTube. Wir haben uns heute hier versammelt für eine neue Challenge. Kann der 200-Kilo-Mann, ich werde damit Onni natürlich in die heute Nacht noch in der Nachtschicht gehen und gucken, was wir für einen Titel verwendet haben. Das ist ganz klar. Ne? Ja, hier. Der Topf ist einfach komplett motherfucking gefüllt. Das sind 2 Kilo Gyros. Mit Gyros, ey. Das sieht aber auch voll gut aus, dein Gyros, ey. Ja. Wenn ich dieses Gyros fertig kaufe? Das ist auch im Lidl, das ist geil. Ach so, du hast ja auch tiefgekühltes, ne? Ja, ja. Also das Frische, das sieht immer nicht so geil aus, wie das, was du da gerade hast. Das sieht schon... Guck mal, ja, geil. Ja, wenn ich das Stück jetzt sehe, hätte ich mir gedacht, ein bisschen knuspriger könnte es nicht sein. Ich glaube, das noch nicht durch. Ja, deswegen, so sah es auch aus. Jakon, da musst du jetzt durch, ne? Einfach so ein knorpeliges Stück gibt's ja auch nicht. Doch, das ist durch. Ne? Das war durch. Aber du hast jetzt nicht alle mit den Fingern, oder? Nein. Jeden einzeln. Wir wollen das übrigens in einer knappen Stunde halten, damit Cornel auch... Das hier ist übrigens Training für, wenn wir uns dann mal treffen und da ein 1,8 Kilogramm Steak plus 1 Kilo Beilage, das ist jetzt hier schon mal so ein Test, kann Cornel das überhaupt in einer Stunde ansatzweise schaffen? Genau, schaffe ich das Fleisch und ich will eine halbe Stunde schaffen, um ehrlich zu sein. Hier ist noch Gyros. Ich werde erstmal ohne essen, aber hinterher werde ich mir wahrscheinlich ein bisschen dazu packen. Tzatziki, meint der Mann. Ja. Ich würde sagen, ne, guckt mir auf meinen dicken Bauch, das ist vollkommen in Ordnung. Hast du überhaupt eine Hose an? Ich saß ja auch bis vorhin noch ohne Hose und habe mir gerade extra eine Hose angezogen für den Fall, dass die Kamera umfällt, Alter, oder sowas. Man weiß ja nie. Leute, hat ja keine Hose an. Machen wir hier einfach mal den ersten Topf ordentlich voll. Er meint den Teller. Ich habe schon einen Schlaganfall. Uiuiui. Was ist denn heute los? Leute. Übrigens auch für die, also falls es ins Video kommt, das Ganze findet im Livestream statt, da wir das wieder zu zweit machen, damit wir so ein bisschen Input von außen kriegen, weil sonst ist es immer ein bisschen schwierig, so, das Ganze. Das ist der erste Teller. Und los geht's. Einmal auf die Uhr gucken. 13.34 Uhr, top die Wette gilt. Top die Wette gilt. 2 Kilo Gyros, eine Stunde. Also wenn du es in einer halben Stunde schaffen würdest, wäre das eine richtig gute Pace, damit wir auch dahin kommen, wo wir am Ende sein wollen, ne? Um das Tennessee Mountain zu bezwingen. Jumbo Schreiner ist verzweifelt an dem Steak. Ist natürlich, wie Cornel schon sagt, ein absoluter Wannabe im Fett sein. Mister hatte noch nie einen Bauch. Mhm. Aber wir sind natürlich on point und Cornel ist on top seines Games, ne? Der war nie... Doch, er war letzte Woche noch fetter. Mhm. Aber er ist nicht dran an seinem Top-Gewicht. Ich glaube, ich bin ein Herzinfarkt. Jetzt schon. Boah, aber kennt das generell jemand? Das möchte ich mal gerne anspringen. Das habe ich ab und zu. Das habe ich vor allen Dingen, wenn ich ein Dürüm esse. Passiert das voll oft. Dann beiße ich so 2-3 Mal schnell von diesem Gyros ab. Von diesem Dürüm. Und habe dann das Gefühl, dass es hier stecken geblieben ist. Mhm. So relativ weit oben. Und nicht mehr runtergeht. Und ich auch kurz daran denke, ich werde daran jetzt sterben wahrscheinlich. Dann habe ich einfach so einen Schluck auf, so und versucht das da wieder hochzukriegen, gefühlt. Man kann es dann ein bisschen runterspülen, aber danach ist man kann auch nicht mehr schlucken. Also der Körper lässt dann auch ein weiteres Schlucken gar nicht mehr zu. Cornel, erzähl mal, wie du das mit denn zubereitet hast. Wollen bestimmt ein paar nachkochen. Ja, Cornel, dann erzähl mal deine Geheimnisse. Was hast du denn da so reingezaubert an Gewürzen und dies und das? Ich meine, du bist ein großer... Viermal gebraten. Ja, schön, ne? Oh, aber Leute, darf ich hier einen Sneak Peek geben auf das nächste Kochvideo, Cornel? Mhm. Ich werde dich zerbersten in diesem Kochvideo. Ich habe mir schon was überlegt, was dich so tötet. Und zwar werden wir im nächsten Kochvideo einen Taxiteller selber machen. Das bedeutet, das Gyros muss selber gemacht werden, die Pommes müssen selber gemacht werden, das Tzatziki muss selber gemacht werden, die Currysoße für die Currywurst muss selber gemacht werden. Und wenn es einer schaffen sollte, das Tier auch noch zu schlachten selber, hat er automatisch gewonnen, haben wir gesagt. Leute, ich esse gerade mal 7 Minuten. Hab schon den ersten Teller weg gleich. Oh, ich glaube, das ist wirklich noch roh. Darf ich das ausspucken? Wenn du da ein knorpeliges Stück hast und ein ekliges, dann kannst du es wegschmeißen, ja. Das erlaube ich dir.
Es soll ja tatsächlich keine, es muss ja keine Qual sein, ne? Deswegen erlaube ich dir auch von Anfang an schon zu Ziggy. Es geht hier nicht darum, dass du dich quälst. Oh, ich kotze. Das war noch roh. Das darfst du auf Twitch nicht, hör auf. Oh mein Gott, das war doch roh. Wie kann man da ein rohes Stück Fleisch zwischen haben? Oh, ich glaube, es war roh. Ich habe so ganz kurz so ein rosa Stück gesehen. Dann ist mir die Kotze hochgekommen. Das war so ein ganz dickes. Das war so gefroren, so mehrere Stücke zusammengefroren, die sich nicht gelöst haben anscheinend. Tja, deswegen nimmt man auch nicht das Tiefgefrorene, ne? Ey, du isst ja gar nicht mehr. Ja, lass mich doch mal atmen. Leute, der isst nicht mehr. Nein, atmen kannst du später. Das schafft der Mann nicht. Ich glaube halt auch, dass der Mann das nicht schafft. Ich bin hier... Ja. Ah, da geht's weiter, der nächste Teller. Einfach so ein 2 Kilo Fleisch. Tierschützer werden entsetzt. Wie viel hast du noch im Topf? Das ist ja nix. Aber gut, wir haben ja auch gelernt, diese Teller sind sehr, sehr tief, ne? Das stimmt. Ohne Reis. Ja, ein Kilo Reis dazu wäre noch mega nice gewesen, ne? Wär dann hätten wir auch tatsächlich den echten Ernstfall direkt gehabt. Leute. Erstmal riechen, ist das noch gut? Ja. Wie lange hast du es denn draußen stehen gehabt? Packen wir mal einen Gletscher dahin. Dann machen wir mal noch einen Gletscher. Ich muss mal kurz was zu trinken holen. Ja, tu das, wenn das muss. Aber ich wollte gerade sagen, achte drauf, dass man nicht irgendwas sieht, ne? Da wird die Saskia rangeholt, ne? Aber nicht teilen mit der Saskia, ne? Das ist unfair. 220 Gramm Fett, 27 Gramm Kohlenhydrat, das ist gut. Und 453 Gramm Eiweiß. Richtiges Low-Carb-Essen. Ja, ich kriege einen Eiweißschock. Ich glaube, ich sterbe. Wie viel Eiweiß darf ein Mensch am Tag? Kann das nochmal jemand überprüfen? Da hat Korn immer ein bisschen Angst vor. Bei 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht wird es eng und 450 geht nicht. Ich glaube, man darf 2 Kilo Gyros am Tag essen. Das kann man mal einmal machen. Ey, googelt mal, wann stirbt man, wenn man zu viel Eiweiß isst. Als ob noch nie jemand vor dir 2 Kilo Gyros gegessen hat am Stück. Ja, doch, aber alle tot. Überschüssiges Eiweiß wird einfach ausgeschieden. Also erlebt Cornel einfach eine Scheißerei. Das Ding ist, ich hatte ja auch mal diese Eiweiß-Shakes tatsächlich zu dieser Diät, ne? Und da hatte ich auch viel zu viel Eiweiß im Körper, weil mein Körper das irgendwie nicht richtig verarbeiten konnte. Du musst viel trinken. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Und ich hatte halt überall Krämpfe. Beim Arscherputzen einmal so ein bisschen nach rechts, weißt du? Direkt durch den ganzen Körper so ein Krampf. Oh, fuck, ich bin gerade so also ein Punkt, wo ich kotzen muss. Das jetzt mal, darf man 2 Kilo Fleisch. Maximal 600 Gramm Fleisch pro Woche schlägt Focus Online vor, Korn. Das ist ja Blödsinn. Matt Stoney, liebe Freunde, wenn der, genau, Seftel sagt es nämlich gerade, jeder Profi-Esser müsste dann tot sein. Und machen wir uns nichts vor, Cornels Körper denkt, er wäre ein Profi-Esser. Ich bin auch überrascht, dass ich gerade so eine Blockade habe. Matt Stoney hat die 5,4 Kilogramm Gyros gegessen, Cornel. Damit hat, und Matt Stoney hat wesentlich weniger Körpergewicht als du. Ja, aber der ist und Profi. Er lebt noch. Ich bin Amateur, ne? Du bist ein Essensamateur, ne? Mhm. Dein Körper kennt das noch nicht, so große Mengen zu sich zu nehmen. Wie viel Gramm sind wir aktuell? Ich würde schätzen, dass Cornel die 1,2 Kilogramm Marke wahrscheinlich gerade surpassed hat. Reden wir eigentlich von 2 Kilogramm Rohgewicht, ja. Es wurden 500 Gramm Packungen Gyros gekauft. Muss nicht kotzen von so ein bisschen. Ich habe gehört, wenn man 2 Kilo Gyros isst, wird man zur Frau. Das versuchen wir zu überprüfen. Schmeckt das überhaupt noch? Siehst du doch, wie gut es ihm schmeckt. Ja. Wie konnte Cornel fett werden bei so kleinen Mengen? Ja, der hat halt Süßigkeiten. Alter, ne? Ich habe gerade in 20 Minuten über ein Kilo Gyros hier gegessen. Entspannt euch mal. Ich habe auch einen Röpser im Mund. Zeig uns mal den Teller, bitte. Können wir einmal noch mal so ein bisschen sehen, wo wir aktuell stehen. Der ist noch ganz schön voll. Ja, der hat noch gar nichts raus. In 5 Minuten ist die halbe Stunde rum. Da sei nochmal. Oh, jetzt nochmal Gas geben, dabei sein, rankommen, zusehen. Fetter Mann frisst viel zu viel. Geil. Bah! Guck dir das an! Bäh, mach das weg. Einfach nur ein Stück Knorpel, ey. Ja, das hast du halt davon, wenn du das billige Zeug kaufst. So ist das. Ja, ich hab ja kein Geld. Butter doch mal rein hier. In a Tippi-Stream, in a Patreon. Klickt doch mal die Videos. Was hat denn das bei Daylight?
Habt ihr das überhaupt verdient? Nee. Hayden wurde schlecht angelegt. Wer braucht Softboxen, wenn man Gyros Großbestellung aufgeben könnte? Softboxen sind in der Arbeit für Cornelius. Ja, bestell ich bald. Und da war noch irgendwas, was wir holen wollten. Ja, Unterhosen. Ja, ich möchte mir gerne Unterhosen bestellen. Ich glaube, das war es nicht, aber ja, okay. Ich habe eine schon ziemlich lange an. Ich brauche neue Unterhosen. Und ich traue mich nicht mehr mit der, die ich momentan anhabe, in den Keller zu gehen. Ich glaube, dann komme ich nicht mehr hoch. Die steht schon so von alleine, da kriege ich die Beine nicht mehr die Treppe hoch. Das ist ja wie so eine Kettenhose vom Ritter früher. Das ist jetzt schwierig. Ich muss mal, warte mal, ich zieh mir mal eine Hose an. Warum? Ich muss mal aufstehen, ich kann nicht sitzen, das ist, ich muss irgendwo hin. Er muss irgendwo hin. Ja, Leute, jetzt sind wir unter uns wieder. Oh Gott, ey. Gott, ist der fett. Das ist anstrengend, Alter. Nee, ohne Spaß, Alter. Ich kotze, wenn ich das sehe. Oh mein Gott. Ich hab Kopfschmerzen. Ich hab alles, Alter. Oh mein Gott. Das schmeckt so ekelig. Ich werde nie wieder Fleisch essen. Ich kann mir das nicht im Mund stecken. Das ist wie so eine Frau, wenn ich meinen Pimmel sehe. Ich tu mir leid. Ich habe, wenn ich das in meinem Mund habe, muss ich kotzen. Wirklich? Ich muss kotzen. Ich schwör's, ich kotze gleich. Es geht nicht. Es tut mir leid, ich hab versagt. Ich kann nicht. Ich kotze. Ne, der Topf ist leer. Der Topf ist leer? Wie sieht deine Schüssel aus? Das ist alles. Guckt euch an! Aber guckt bitte nochmal genau hin, Leute, wie tief dieser Teller ist. Halt ihn mal ein bisschen höher, damit das auch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Das ist wie tief einfach dieser Teller ist. Ja, deswegen. Das ist eine. Und das ist weniger als der erste Teller. Also ich hab mit Sicherheit schon. Das ist kein Kilo mehr. Das ist. Aber ich kann es nicht mehr in meinen Mund tun. Ja, das Problem ist, dass du diesmal keine kleinen Mini-Donuts zwischendurch hast. Ja, ist so. Das ist wirklich ein Problem, ne? Aber wisst ihr, was ich daran merke? Cornel wird das Steak nicht schaffen. Im aktuellen Zustand schafft er das nicht. Bis dahin bin ich trainiert auf 300 Kilo. Das Problem ist, wenn du 300 Kilo wiegst, wie kriegen wir dich dann zum Restaurant? Jetzt frisst der Mentos. Hier, eine ganze Packung, Leute. Komm. Wie schwer? Das Steak wiegt 1,8 Kilo und dazu gibt es 1 Kilo Beilage. Ja. Also man geht davon aus, 2,8 Kilo muss er essen. Innerhalb von 60 Minuten. Darf er dann noch Aufzüge benutzen? Ja klar, die haben ja 600 Kilo oder so meist. Also so 8 Personen steht dann da ja dran. Mit Cornel im Aufzug ist okay. Wenn er abstürzt, kann man immer noch auf Cornel landen. Landest du auf jeden Fall weich. Wie hoch sind eure BMIs? Nicht messbar, Bruder, nicht messbar. Ich glaube 60 oder so. Alter. Ich weiß nicht, wo meiner ist. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich krieg gerade kein Gyros mehr runter. Ich krieg einen Kotzreiz, wenn ich Gyros in meinem Mund tue. Das habe ich auch nicht erwartet. Wenn wir das nächste Mal sowas machen, machen wir mal richtige Gerichte. Ja, das mal, dann machen wir nicht 2 Kilogramm Gyros, sondern ein Kilo Kartoffeln und ein Kilo Gyros oder so. Aber das ist halt wieder free, ne? Das sagst du jedes Mal! Ja, Leute, es tut mir leid. Ich habe versagt. Das ist ja mal was ganz Neues. Wie viel hast du denn jetzt noch? Zeig uns einmal ja, einen den Teller. Ich würde sagen, der. Als ob du das nicht noch eben aufessen kannst. Junge, Alter, das ist. Ich würde sagen, die erste Portion war ein bisschen. War größer auf jeden Fall. Ne? Und das ist halt. Das sind noch 800, 700 Gramm oder so, vermutlich. Also, ich kann dir sagen, zu besten Kortisonzeiten habe ich mehr gegessen als du. Aber du warst auf Drogen, Alter. Ja, aber viel mehr habe ich da ich gegessen. Ich bin natural. Und da bin ich auch nicht gestorben. Ja, ich könnte jetzt auch noch 20 Donuts essen. Da habe ich, wie gesagt, komplettes Gyros, komplette Lasagne selbst gemacht. Die ganze Auflaufform während einer Game of Thrones-Folge reingezogen. Morgens 10 Brötchen und zum Mitternachtssnack und zwischendurch Snack einfach 5 Käse-Krakauer.
Einfach so einmal zum Naschen. Ja, der Junge. Doch, hab ich, Johnny. Bei 100 Milligramm Cortison schaffst du das. Ich garantiere es dir. Da hat man auch einen ganz anderen. Nein, ja, aber auf Cortison fressen, Leute. Das ist eine Nebenwirkung, dass du absurden Hunger hast. Oder? Normalerweise schaffe ich das auch nicht, also nicht im Ansatz, aber wenn du auf richtig krass viel Cortison bist, dann geht das so rein. Das ist halt so, es ist unglaublich. Ich schwöre euch, Matt Stoney, der muss getestet werden vor den Essen. Der zieht sich garantiert 250 Milligramm Cortison vorher rein. Das wäre halt so, wie wenn Wolle sagen würde, ich laufe 100 Meter in 5 Sekunden und fährt dann mit einem Ferrari. So ist Cortisol. Das ist halt, kann man ja nicht vergleichen. Ich bin Natural Bodybuilder. Natural, ja. Soll ich euch zeigen, wie ich in der Hocke gehen kann? Als Strafe. Ich zeige euch als Strafe, wie ich in der Hocke gehen kann. Dass ich meine der kommt nicht mehr hoch. Der kann den Stream daher nicht mehr ausmachen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Dann zeig uns mal deine Hockekorne. Sag mal, was du kannst. Boah! Oh mein Gott, sieht das fett aus. Das sieht so fett aus, Alter. Hilfe, Hilfe. Ich habe noch nie so was Fettes gesehen. In der Dusche war ich immer so und dann wie der Arsch sauber gemacht. Ja, was sagt er jetzt, ne? Was sagst du jetzt, Wollo? Weiß ich auch nicht, was er zu sagen soll. Wow. Das sind mal Titten. Ich weiß auch nicht, weil ich das letzte Mal so große Brüste gesehen habe. Ja, das ist mir bewusst. Kannst du das auch? Boah, ich habe einen Bandscheibenvorfall und ich würde das jetzt hier auch nicht machen. Ganz im Ernst. Wie viel hat er geschafft? 0,8 Kilo? Ja, um den Dreh, ein Kilo. Hey, ich habe mehr als ein Kilo. Etwas über ein Kilo. Jetzt zeig dir auch noch, wie beweglich er ist. Kann nicht mehr. Das Duschmanöver zum Arsch abputzen. Ja. Mach hier mal den ganz harten Strahlern und dann rein ins Polo. Ein Spagat. Korne, ich könnte mir vorstellen, wenn du Spagat machst, donatet jemand bestimmt 100 Euro. Ich kann keinen Spagat, Leute. Tut mir leid. Aber jetzt mal so, Korne meint ja jedes Mal, dass ich fetter bin als er. Die Leute, die mich kennen, also Fleddy und Chubby, bin ich fetter als Korne? Ja, Korne ist fetter um Längen, sagt Vaso. So sieht man halt aus, wenn man fett ist, so. Keine Ahnung. Danke, Vaso, das freut mich sehr, das freut mich sehr zu hören. Kommt von den anderen leider nichts. Schabi läuft gerade. Ihr müsstet das gleiche anziehen und euch nebeneinander stellen. Oh, oh. Ja, ich bin halt auch... Ich habe doch nicht so große Brüste wie Kornel. Ich bin ja auch deutlich größer. Im Gesicht Kornel, aber im Rest kein Plan, fast das gleiche. Bis auf die Titten. Wenn Kornel jetzt schon außer Atem ist, wie lange er dann beim Sex durchhält? Ja. So lange wie ich wahrscheinlich, nicht lange. Da hast du den Falschen ausgesucht, um das herauszufinden. Roland zeigt sich auch. Ich will hier nicht stehen, das passt nicht. Ja. Die Kameraeinstellung ist da so ungünstig für, wenn ich mich hinstelle. Stand up! Leute, alle in den Chat! Stand up! Stand up! Stand die Kameraperspektive ist halt die Kacke! Stand up! Die ist scheiße! Du musst ein bisschen zurück. Ich bin aber ganz eindeutig nicht so fett wie du. Das sieht man doch ganz klar. Man sieht dich nicht. Mal von der Seite. Ja, Wollo ist halt klein, ne? Nein, du bist fetter. Ich hab dich viel fetter, Alter. Also bin ich beweglicher. Komm her, komm. Kauf mal neue Batterien für die Waage. Trau ich mich nicht. Wie gefährlich unterernährt ist das? Ich bin nicht so fett wie der. Ich habe nur die fetteren Arme. Ich habe wahrscheinlich auch fettere Beine. Du bist halt kleiner, dann kann man halt schwierig vergleichen. Dafür bin ich beweglicher. Ich will jetzt nicht so rumhampeln, das ist mir unangenehm. Ja. Sollte dir auch unangenehm sein übrigens. Nee, wieso? Warum sollte mir das unangenehm sein? Oh, aber ich kann nicht mehr. Ja, da würde ich sagen, war es das bis hierhin. Bedanken uns natürlich für jegliches Dabeisein und ja.